Im Brugger Muenzl-Stadion ist heute einiges los. Der SC Brugg trifft im Freundschaftsspiel im ersten der neuen Saison auf Buntigammer Sturm Graz. Und Buntigammer Sturm Graz, das ist ja wirklich ein Publikumsmagnet. Die Brugger erwarten da so circa 1000 Zuseher. Und die jungen Brugger, die wollen sich da richtig ins Zeug werfen. Und für Harry Gradischnik ist das nach 5 Jahren das Abschiedsspiel für Brugg. Das ist natürlich ein würdiger Rahmen. Und wir sind da mit Memmer TV mittendrin und voll dabei. Der Harald Gradischnik gibt als Brugg-Kapitän heute gegen Sturm Graz das Abschiedsspiel. Ist da Wehmut dabei? Ein bisschen schon, ja. Weil ich habe doch 5 Jahre oder 5,5 Jahre bei dem Verein gespielt und es ist mein letztes Spiel heute. Wenn man vor so einer Kulisse hoffen wir, dass es eine gute Kulisse wird heute. Das kann man sich als Hobbysportler, glaube ich, nur wünschen. Was machst du dann nach der Zeit vom Fußball? Das weiß ich noch nicht. Das wird sich noch weisen. Müsst vielleicht die Trainerlaufbahn einschlagen? Das ist, glaube ich, nichts für mich. Ich bin da zu ungeduldig für das Ganze. Ich habe jetzt ein neues Hobby, das ist Motorradfahren und ich werde das einmal ausleben ein bisschen. Der Marc Glitschnik ist für die Brugger verantwortlich, der Sturm Graz heute spielt. Wie ist das zugegangen? Ja, also wir waren mit Pro-Kunden im Casino im Walzer-Team des Jahres war und da hat sich dann herausgestellt, dass vor jedem alle Mannschaften, was dort waren, ich glaube so 10 bis 15 Mannschaften, jeder Spieler oder vor jeder Mannschaft der Spieler rausgehen muss und halt mit dem Tennisball gabbeln. Und da hast du natürlich bestens bestanden und das ist ja ein bisschen eine Nervenbelastung. Ja, also eigentlich habe ich gesagt, ich will nicht gabbeln, weil sich das eigentlich einer gabbeln sollte, der sich das auch verdient hat, weil ich war ja nicht dabei, wie sie Master waren sind. Aber dann hat er zu schlussendlich alle gesagt, dass ich gabbeln muss und ja, war eine enge Geschichte. Ich habe von jeder Mannschaft einer gabbelt, die habe am Anfang auch, glaube ich, nur 9 oder 10 Mal gabbelt. Und von Mettersdorf der Spieler gleich gefühlt und dann war halt draußen ein Stechen und deshalb habe ich dann im Endeffekt dann gewonnen. 1100 Zuseher sind ins Brugger Muenzl Stadion gekommen zum Freundschaftsspiel SC Stadtwerke Brugg gegen Buntigammer Sturm Graz. Da gibt's richtige Volksfeststimmung. Ein Kompliment an die Brugger Vereinsführung. Alles war bestens organisiert. Marvin Botzmann von Sturm Graz gastiert heute da in Brugg. Ich glaube, das ist eine ganz eine klasse Sache, da in Brugg zu spielen. Die Vorbereitung hat angefangen. Was hat man sich vorgenommen für die neue Saison und international? Ja, ich glaube, jetzt ist der zweite Tag heute. Ich muss sagen, das Stadion ist sehr, sehr schön. Habe ich Sicherheit zum ersten Mal. Ich muss sagen, es ist wirklich hervorragend. Und ja, also wir freuen uns schon auf die Aufgaben, die vor uns stehen und hoffen, das möglichst positiv zu bewältigen. In der abgelaufenen Saison wurde man Dritter. Wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen? Ja, ich glaube, nach dem super Start wäre schon mehr drin gewesen. Ja, im Endeffekt zufrieden, ja, kann man sein, aber es wäre mit mehr drin gewesen, ja. Das stimmt schon. Franco Foda, was gibt es nächstes bei Sturm Graz? Heute der erste Test da in Brugg. Wie ernst nimmt man das Spiel? Ja gut, wir sind in der Vorbereitung und wollen alle Spiele gewinnen. Wir sind zwar erst 2 Tage im Training, wir haben gestern ja mit dem Training erst begonnen, sind einige Spieler noch nicht an Bord. Die Nationalspieler haben noch etwas länger Urlaub bekommen. Wir haben heute einige jüngere Spieler auch dabei und trotz allem wollen wir gut spielen und gewinnen. Man hat auch schon ein paar Verstärkungen an Land gezogen, die sind aber heute nicht dabei. Es gab nur der Siebenhandel dabei heute. Nein, es sind alle Neuverpflichtungen dabei. Das heißt, Jörg Siebenhandel wird spielen, Thorsten Röscher und auch Peter Tschul. Was erwartet man sich von der neuen Meisterschaft und international? Ja, wir sind jetzt mal am Anfang der Vorbereitung. Jetzt warten wir mal, der Kader ist noch nicht komplett fertiggestellt. Jetzt warten wir mal noch, welche Neuzugänge dazukommen. Nächsten Montag sind dann alle Nationalspieler an Bord und dann können wir uns gezielt vorbereiten. Klar, wir haben im letzten Jahr, glaube ich, eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Wir haben 60 Punkte geholt, sind Dritter geworden. Das war in den letzten 15 Jahren, glaube ich, das erste Mal oder das zweite Mal unter den Top 4 nach der Meisterschaft. Und insofern sind wir mit der Saison sehr zufrieden. Aber jetzt gilt es, die Saison aus dem letzten Jahr auch wieder zu bestätigen. Und vor allen Dingen auch international wollen wir auf jeden Fall so weit kommen wie möglich. Den Ehrenanker nahm Bruggs Bürgermeister Peter Koch vor. Spielleiter heute Alfred Kislik aus St. Michael an der Linie Günther Braunstein. Brugg gleich mit dem ersten Angriff. Brugg wird aber zwecks Abseitsstellung zurückgepfiffen. Auf der Gegenseite kann sich Philipp Gröblinger bei Sturmschuss auszeichnen. Brugg von Trainer Zrin bestens eingestellt, macht es mit gutem Vorchecking Sturm Graz nicht leicht.
Jörg Siebenhandl, Sturms Neuerwerbung im Tor, wird einmal getestet. Bei Bruck gibt Gröblinger guten Rückhalt. Christoph Trippel, Bruck setzt sich da gut in Szene, knallt drauf los. Bruck gelingt die 1:0-Führung, den Treffer erzielt Mehei in Minute 26. Tolles Mehei-Tor. Sturm Graz gleicht durch dieses Räuchertor aus, Spielstand 1:1. Bei den Grazern feiert der 17-jährige Winfried Amor sein Debüt, lässt da seine Klasse aufblitzen. Guter Ball auf Röcher, Röcher mit gefühlvollem Abschluss, Spielstand 2:1, Sturm Graz. Winfried Amor ist der Sohn von Sturmlegende Charles Amor, dem teuersten Sturmeinkauf aller Zeiten. Wir sind schon Richtung Halbzeit unterwegs, da trifft Mehei mit einem super Tor zum 2:2 Ausgleich für Bruck. Was für ein Tor! 2:2 ist auch der Pausenstand. Die Fans kommen heute voll auf ihre Kosten. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Gößweiner bringt Sturm Graz in Front und das gleich in der 46. Spielminute. Spielstand 3:2 Sturm. Bruck schlägt zurück, erarbeitet sich gute Chance heraus. Testspieler Carlos Pocciano vergibt. Sturm lässt die Kugel rollen. Brucks Abwehr heute gut organisiert. Tolles Mannschaftskollektiv überhaupt. Und ein Mehei und ein Buska in Traumform. Philipp Gröblinger pariert da mal wieder ein Sturmgeschoss. Bruck hält auch in Hälfte 2 bestens entgegen, kommt da wieder zu guter Möglichkeit. Gatschelhofer jagt das Leder Richtung Mugel. Bei Bruck kommt Andreas Apel anstelle von Gröblinger ins Tor. Der Andreas hat heute die Matura abgeschlossen. Gratulation! Im Spiel tut sich nichts mehr, der SC Bruck unterliegt Sturm Graz beim Spiel des Jahres mit 2:3. Bruck zeigte sich von der stärksten Seite, vielleicht finden in der Herbstmeisterschaft wieder mehr Zuseher ins Wurzelstadion. Auch Sturm Graz war nach hartem Trainingsbeginn mit dem ersten Test zufrieden. Und was wichtig war, das war ein schönes, faires Match. Was sagt der Spendlhofer Lukas Sturm Graz zu diesem Testspiel? Ja, ich denke, für uns war es ein guter Test. Wir sind gestern in die Vorbereitung gestartet. Heute gleich das erste Spiel, das tut ganz gut, dass man gleich ein Spiel in die Füße hat. Ja, es hat seinen Zweck erfüllt, sicher. Normalerweise müssen wir gegen einen Landesligist, bei allem Respekt, müssen wir klarer gewinnen. Aber Bruck hat das auch sehr gut gemacht, haben ihre Chancen eiskalt genutzt. Sie haben sehr guten Fußball gezeigt und Respekt an die Brucker Mannschaft. Ja, der Flamur Mehei hat heute einen großen Auftritt gehabt gegen Sturm Graz. 2 super Tore erzielt. Wie ist da das Gefühl? Ja, ist natürlich super, wenn es gegen Sturm im Bundesligisten, der was Dritter geworden ist in der Bundesliga, ist natürlich super Gefühl, wenn du da 2 solche Tore machst. Und es hat mich generell gefreut, dass man die Mannschaft auch ein gutes Spiel gemacht hat und gefreut mich einfach. Du bist ja ein junger Landesliga-Kicker. Liebäugelst du vielleicht einmal, dass du einmal auch in die Bundesliga kommst, weil als Zeig hättest du ja. Ja, ich schaue immer von Spiel zu Spiel, also ich gebe immer mein Bestes und natürlich, jeder Fußballer will sicher in Österreich, sicher sein Ziel ist Bundesliga und wenn es einmal irgendwann passt, natürlich jeder will in die Bundesliga und ich bin jetzt noch jung, ich gebe immer Gas, jedes Spiel und schauen wir, vielleicht irgendwann wird es soweit sein, ich hoffe es.